herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von A Monk to Sleep. Wir haben uns versteckt in der Küche, immer noch auf der Suche nach unserer Mami. Deswegen öffne einmal die Tür. Wir begeben uns weiterhin auf die Suche. Hier war da jemand am Kühlschrank. Ob da jemand meinen Geburtstagskuchen gegessen hat? Und mein Fläschchen! Das ist gar nicht nett. Komm, ich räume das hier mal wieder ein. Ich bin ja ein nettes Kind. Oh, geht nicht. Ich versuche was wert, oder? Es regnet. Ich schätze einmal, dass wir hier lang müssen, aber wir werden zu klein sein. Toll. Wir sind zu klein. Aber wofür gibt es Stühle? Ich weiß gar nicht, ob man sich hier noch weiter umgucken muss. Das habe ich jetzt noch nicht gespielt. Oh. Auf den Kopf gehauen. Nee, bleib unten. Kann ich ein paar Ofenkabel? Ernsthaft? Wie cool ist das denn? Also es sei denn natürlich, jetzt kommt jemand und macht Backofen an. Das wäre nicht so cool. Oh, meine Mami. Oder welche Monster? Den krabbeln wir immer wieder raus. Und dann denkt unsere Mutter noch, dass ich das war. Super. Oh, einmal raus auf den Stuhl. So ein Schlauchkind. Und hüpf. Ich hätte ja auch wieder so ein Ding rum. So, immer das genau sein soll. Das ist ein Händel mit Schuhen. Seht ihr das? Platschert. Ach, ich geh einfach Kleiderschrank, wirklich. Mach ich die Seite zu, geht die auf. Ja, okay, gut, du bist jetzt nicht im Kleiderschrank. Du hast gewonnen. Könnte ich mir das Herz klopfen? Ist eigentlich auch ein bisschen makaber, oder? So ein Gruselspiel, Horror, mit einem kleinen Kind. Oh. Ich sag mal, das war ich nicht. Streite ich zumindest ab. Wo ist bloß unsere Mami? Und was ist das? Ich glaube irgendwie nicht, dass das nur Blitze sind. Läuft auch gut, das Kind, dafür, dass es 2 Jahre alt ist und hier irgendwo runterspringt, macht es das doch ganz gut. Nehmen wir mal die Tür. Es scheint nicht ein Ankleidezimmer zu sein. Oh, wieder solche komischen Dinge. Einfach mal hier hochklettern. Zack.
so in die Schublade rein. Ein bisschen Ordnung schaffen. Das geht ja gar nicht. Ich habe das Gefühl, das gehört auch gar nicht rein. Aber nun ja, kann man die Schublade auch so öffnen. Sehr schön. Reicht das? Ich glaube, oder? Ach, runterspringen. Das Kind kann das. Ob das Mami ist? Ich bin mir ja nicht ganz so sicher. Strümpfe. Mami? Ich habe ja so ein wenig das Gefühl, dass das nicht Mami ist. Testen wir nochmal. Fühl mal ein bisschen drauf rum. Mami, aufstehen. Los, steh auf, steh auf, steh auf. Nun gut. Wir wagen es uns, wir schauen runter. Wir sind nochmal da. Oh. Wir stehen uns einfach mal im Bett. Wo ist unsere Mama? Unverantwortlich, oder? Das 2 Jahre alte Kind hier so ganz alleine zu lassen? Oh, oh. Ich weiß ja nicht, ob das so ein gutes Zeichen ist. Sind wir wieder im Flur? Da bin ich doch immer lang gelaufen, oder nicht? Sei es heute die Küche. Den Stuhl einmal beiseite schieben. Ich wollte es aber schon mal verstecken. Weiß ich nicht so genau. Also man hört sich das dauerhaft so an, als würde hier jemand langlaufen. Ist meine Mama. Teddy? So, Glocke. Ich glaube, das gefällt mir nicht. Schnell unter den Tisch. Ich hätte schon längst geweint, wenn ich das Kind wäre. Wie makaber. Und wer oder was vielleicht hier die ganze Zeit lang? Was sind das überhaupt für Geräusche? Viel zu viele Fragen lässt dieses Spiel bisher offen. Ich sehe doch da hinten irgendwas oder nicht? Was ist das? Weiß ich nicht. Also ich muss jetzt mal ehrlich sagen, ich wäre hier nicht langgelaufen, ne, als Kind. Nur mal so nebenbei erwähnt. Nun gut. Ich habe das Gefühl, uns bleibt nichts anderes übrig. Und wir müssen da hinein. Und da geht doch jemand. Oder nicht? Oh, what is this? Wenn ich das wüsste, Teddy. Das ist unsere Mama. Ich will ihn nicht sagen. Kann ich mein Spiegelbild sehen? Das
war auf jeden Fall die Stimme unserer Mutter, nur ein wenig verzerrt, sage ich mal. It's her, but it seems more like a memory. Stimmt. Weg ist unsere Mama. Und wir sind im Keller, wie es scheint. Schöner Keller. Nonne muss Inventar zu öffnen. Könnte Inventar I sein? Nein. Einmal ganz kurz bei Escape gucken. Tut mir leid. Ich weiß es nur gerade nicht genau. Rennen Inventar. Ah, Tabulator. Was habe ich? Gehört das irgendwo hin? Ich höre unsere Mama. Einmal aufstehen. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass wir da hinein müssen. Wie bitte? Bleib ich irre. Soll ich jetzt ernsthaft runterhüpfen? Haben wir das überlebt? Oh, freier Fall. Wir, yay. Are you alright? Bin mir nicht so sicher. Hey, Teddy, bleib hier. Whoa. What is this place? Gute Frage, Nächste. Kommst du mit? Ein braver Teddy. Du bist unser Freund. Ich meine, bisher hält es sich ja noch in Grenzen mit Schreckmomenten, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nur so am Anfang ist. Ich glaube, die wollen uns nicht gleich abschrecken oder so. Und das so ein bisschen spielt dann. What's that doing here? Das Spielzeughaus? Gehen wir doch mal schauen. Kommen wir da hinein? Das war wirklich klein. Is it locked? I might be able to open it from the inside if you help me up. Okay. Teddy, dann krabbel mal rein. Guck mal, hier sogar die Blumen bewegen sich. Whoa, look at this place. Oh naja, das geht ja noch. Das sieht ja gar nicht mal so schlimm aus, oder? Mach mal die Tür wieder zu, hier soll ja kein anderer reinkommen. Listen. There it is again. It sounds like it's coming from behind this door. There must be a way to open it. It seems like these are connected somehow. Was Teddy alles sieht. Maybe it requires some sort of key. Is there anything we can use? Das haben wir. Dann da rein. Und jetzt? Tür zu. Kurbeln. Hier weiter. Meine Mauspad rutscht damit weg. What happened? Why didn't it open? Fehlt noch was, Teddy. Let's find a way to open it. Ich habe das dumpfe Gefühl, wir müssen noch drei weitere dieser Dinge suchen. Schauen wir doch mal in die Truhe. Drin? So kann ich mich eigentlich nicht in den Ton verstecken. Nun ja, suchen wir doch mal.
alles ab. Wieder irgendwie rein müssen. Wo guckt denn Teddy unter den Tisch? Auch nichts. Nach oben vielleicht. Auch nicht. Hier noch eine Mikrowelle. Komme ich hier hoch? Anscheinend nicht. Hier komme ich hoch. Die Mikrowelle ist aber auch leer. What did you find? It's rather small, but it looks like my paws might fit. Los, Teddy, it's a button. That's it. Das so gut war, Teddy. It seems like the memory you share with her unlocked the door. Maybe. If we can find more memories like this, it might bring us to her. It looks like we need three more. I wonder where this will take us. And to be honest, it scares me a bit. But don't worry. I'll do my best to keep you safe. Pick me up whenever you're ready to go. Ich hab dich doch schon, Teddy. Nun denn, machen wir uns mal auf die Suche nach weiteren Erinnerungen. Muss ich hier mal überall runterspringen, ehrlich? So. Scheint mir wie ein perfekter Ort zu sein, um die Aufnahme für jetzt zu beenden. Wie es weitergeht, ob wir die Erinnerung finden, ob wir unsere Mutter finden, werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Bis dann!